Kommen die mit Wurstbrot da um die Ecke? Ich dachte, Oh nein. Und damit war es das. Du musst hier noch die Gleiter auf der Seite. Guten Service haben. Ja, genau. Ne? Guten Champagner trinken. Willkommen zu einer neuen Folge von Felix versus und heute versus Your Travel TV. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Dominik und Stefan, wie geht's euch? Gut, danke. Perfekt. Sehr cool, dass ihr extra hierher gekommen seid. Euer Leben hat sich ja ziemlich verändert, weil ihr seid eigentlich immer unterwegs. Aber warum das so ist, für alle, die euch noch nicht kennen, wir haben einen kleinen Trailer vorbereitet. Stefan und Dominik sind die größten deutschen Flight Report Blogger. Das heißt, sie fliegen in First und Business Class rund um die Welt, filmen ihre Erlebnisse und bewerten auch mal knallhart, wenn der Kaviar fehlt. Nein, sie haben keinen Kaviar-Service. Oder der Champagner nicht schmeckt. Was ihr teuerster Flug war, was ihre größte Enttäuschung und wie sie sich das alles überhaupt leisten können, frage ich heute bei Felix vs. Your Travel TV. Das ist euer Leben. So verdient ihr auch euer Geld, oder? Ihr seid selbstständig und macht genau das, richtig? Ja, richtig, genau. Hast du auch die besten Videos natürlich rausgesucht, gerade eben, ne? Die ganzen First-Class-Produkte, aber das ist das Tolle daran. Ja, das stimmt. Ja. Das ist nicht jeden Tag, seid ihr in der First-Class unterwegs, sagt ihr jetzt so, aber ihr seid ja schon, wie viele First-Class geflogen, würdet ihr mal schätzen, grob? Ja, glaube ich, fast alle durch, ja. Also, das ist auf jeden Fall ganz cool, wir werden gleich noch darüber sprechen, aber ihr wisst ja, ihr tretet heute gegen mich an hier bei Felix Versus und der Verlierer muss unsere irgendwie heute extrem große, genmanipulierte Peperoni essen mit einer scharfen Soße. Aha. Und wir fangen erstmal an mit den 5 fiesen Fragen. Oh, ich habe gehört davon. Stefan, wie viele Flüge genau hast du 2019 gemacht? Ich würde sagen 50. Dominik, ehrliche Meinung bitte. Was ist die schlimmste Airline für dich? Die schlimmste Airline, Aeromexico. Stefan! Habt ihr eigentlich nicht genug Geld, um privat zu fliegen oder wozu die ganzen Linienflüge? Nee, das ist langweilig, finde ich. Ist langweilig? Ja. Gut, kann man verstehen. Dominik, ihr seid Mitglied in vielen Clubs und Programmen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Mile High Club aus? Nein, da sind wir total anständig, da sind wir kein Mitglied. Stefan, ehrlich und direkte Antwort bitte. Was ist die Nummer 1 Airline für dich? Oh, Singapore Airlines. Okay, das sind auf jeden Fall einige Fragen gewesen und nicht Antworten. Der erste Punkt geht an euch. 1-0 für dich. Jetzt ist mal ehrlich gewesen. Wie macht ihr das denn eigentlich alles? Ich hab's im Trailer schon gesagt, so, wie kann man denn so viel First und Business Class fliegen? Wie geht das? Man muss nur wissen, wo man suchen muss nach diesen Flügen, nach den Preisen, besser gesagt. Die meisten buchen ja im Reisebüro oder nach einem bestimmten Zeitraum, suchen sie ihre Flüge und die sind immer wesentlich teurer, als wenn man zum Beispiel guckt, okay, ich muss ja nicht von Frankfurt fliegen, ich kann ja zum Beispiel auch von Zürich fliegen, Amsterdam fliegen und dann spare ich teilweise mehr als die Hälfte. Dadurch wird es günstiger, aber trotzdem, wenn du dir das mal überlegst, so ein YouTube-Video hat vielleicht 100, 200.000 Klicks, so, damit kannst du ein paar hundert Euro verdienen, aber damit kannst du ja keinen First-Class-Flug bezahlen. Wie geht das? Nee, womit finanziert ihr euch sozusagen dann? Ja, so eine Mischung aus klar, durch Einnahmen, durch Vermittlung von Reisen, durch Kreditkarten auch und solche Kreditkarten? Dinge. Ja. Also, ihr müsst es meinen Leuten erklären, die das nicht verstehen, weil viele fragen sich, ne, die gucken die Videos und denken sich, ihr seid ja ganz schön luxuriös unterwegs. So, woher kommt das Geld? Das heißt, euer Hauptgeschäftsmodell, würde ich jetzt mal schätzen, ist durch euren Blog, wo ihr dann eben Leuten helft, auch so zu reisen. Und wie macht ihr das? Man muss viele Meilen sammeln, oder? Richtig. Und wie sammelt man Meilen? Meine ich mit Mischung, genau. Du durch Fliegen sammelst du Mischung, aber halt auch durch viele andere Dinge, durch Einkaufen. Payback ist ein ganz großes Geschäft, wo man zwar einkaufen gehen kann, kostenlos aber Punkte sammeln kann, die man wieder in Meilen umwandeln kann. Oder Zeitschriften, wo man Punkte bekommt. Oder halt Kreditkarten, mit denen du bezahlst und gleichzeitig auch Meilen sammelst. Den ersten Flug haben wir tatsächlich selber bezahlt. Ja. Der war sehr teuer. Was war euer erster Business, also erster höherwertiger Flug, sage ich mal? Der erste war Turkish Airlines, der zweite, den wir dann wirklich hin und zurück bezahlt haben, war Qatar Airways. Sind wir tatsächlich nach irgendwo Dänemark gefahren mit dem Auto. Ja, Kopenhagen, Um dort abreisen zu können und ja, danach... Weil es günstiger war von dort aus. Ja. Geguckt, hat Stefan immer geguckt, was man so machen kann, wie man das System, nenne ich es mal, ausnutzen kann, was geboten wird und wenn man das tatsächlich so ein bisschen klug macht, funktioniert das. Bestes Beispiel, wir waren im Bett gelegen, ich habe schon geschlafen, 22 Uhr noch was, entdeckt er einen Flug, 650 Euro, Qatar Airways Tokio, hin und zurück, Business Class. Das war natürlich sofort buchen. Das ist eine Aerofair gewesen, ne? Genau. Was ist eine Aerofair für Leute, die das nicht kennen?
Es ist ja quasi so eine Art Fehler, nicht im System, sondern vielleicht hat irgendjemand versehentlich irgendwas falsch eingegeben ins Buchungssystem und dann ist es dann vielleicht mal ein Business-Class-Flug zum Economy-Preis oder es fehlt halt eine Zahl, sodass halt eine ganz falsche Zahl bei rauskommt. Deswegen halt die 56 Euro, wahrscheinlich ist das ein Economy-Preis gewesen, aber es war ein Business-Class-Ticket. Oder hat jemand bei der Airline einen kleinen Fehler gemacht und mitten in der Nacht halt hätte kaum jemand gesehen, aber ihr seid dabei gewesen, ihr habt es gesehen, bumm gebucht und zum günstigen Preis geflogen. Und dafür gibt es wieder Meilen? So funktioniert es. Also, das ist ein cleveres Spiel. Ihr habt ein bisschen Köpfchen. Mal gucken, ob euch das auch hilft bei unserem Brain Game. Ach Gottes Willen, ja. Wir spielen Flugquiz. Fragen und Aufgaben rund um das Thema Luftfahrt. Wir spielen Best of Seven. Wer zuerst 4 Punkte erreicht hat, gewinnt das Spiel. Ich bin gespannt. Sehr gut. Welche Business Class ist das? Oh, guck mal. Emirates. Na klar. Emirates ist richtig, das ist der erste Punkt. Das ist, ich glaube, das ist fies, wirklich. Aber das, ja. Welches Flugzeug ist das? Concorde. Das ist die Concorde, richtig. Und der zweite Punkt geht an euch. Ihr müsst auch fiesere Fragen stellen. So, das ist Nummer eins, so Emirates Business Class, so das Nummer 1 Business Class, was jeder irgendwo mal gesehen hat. Ich muss ja auch sicherstellen, dass selbst du... Ich weiß das! Da ich weiß das! Ja, irgendwie klappt das nicht. Und dann die Concorde. Ja, ja gut. Aber es hätte ja auch eine Tupolev sein können, das so schnell kann man gar nicht erkennen. Ja, stimmt. Aber doch. Genau das ist British Airways. Richtig, ja. Aber ich habe jetzt nur auf die Nase geguckt. Ja, okay. Hätte ja. Welcher Flughafen ist das? Oh, das ist schwierig. Sehr bekannt für seinen... Für mich ist das Köln. Ich glaube, drei, du darfst noch antworten. Drei, zwei, also ich muss festlegen, was ist? Ja. Ja, dann komm ich mich auf Köln festlegen. Und Köln ist falsch, das heißt ein Punkt für U-Travel. Ist es Stuttgart? Man kann es ja auch gar nicht. Es wäre Stuttgart gewesen, genau. Oh Mann! Da war ich sowieso noch nie, also hätte ich auch gar nicht erraten können. Mann! Zeichnet das Star Alliance Logo. Oh. Wer näher dran ist, gewinnt. Oh nein. Und damit war es das. Oh Mann, also es sind auf jeden Fall Sterne, das ist ja klar. Ich würde sagen, ein Kreis mit Sternen. Das Star Alliance Logo. Soll man auch Star Alliance dazu schreiben? Nee, das müsst ihr nicht, nur das Logo. Ja, für mich ist in der Sterne, aber ich kann ja nicht mal einen Stern machen. Ich kann doch nicht zeichnen. Ja, das ist. Ah, am nächsten dran. Gott. Ich und zeichne. Also, es geht ja nur um, wer am nächsten dran ist. Richtig, genau. Ich glaube, ich malte hier einen Stern. Ich bin gespannt. Mathe, ich glaube, sehr unterschiedliche. Ja. Ich bin hier geluscher hier. Ja. So. Das ist es nicht, das ist es nicht. Scheiße. Ja, ich glaube, da hast du Glück. Ja, aber ihr könntet das beide wissen, ihr dreht einmal das iPad um. Okay. Ist das in der Sterne in Stern? Okay, das ist auch schwer. Was erklärt mal euer. Ja, das ist so. Das ist ja ein. Ja, Stern also in Stern ist, sozusagen. Ich würde euch aus allen Star Alliance Programmen direkt rausschmeißen. Ich mich auch. Ich glaube, es sieht sogar ganz anders aus, aber ich bin jetzt gerade nicht so sicher. Also das sind diese 3D-Dinger da. Also bei mir ist ein Kreis mit einem Stern. Also ja, ich glaube, ihr beide seid sehr weit entfernt. Ich glaube, das wäre nur noch Interpretationssache. Wow. Wie weit ist die Flugdistanz von Singapur nach New York in Kilometer? Das müsst ihr am iPad aufschreiben. Das ist natürlich in Kilometern, ne? In Kilometern auch. Ja. Was ist das? Ich glaub, der längste Linienflug der Welt. Singapur nach New York. Ja. Bist ja ähnlich weit schon geflogen. Ja, nach Neuseeland von Katar aus. Ja. Gut, einmal umdrehen. Ja, 15.000. 18.000 und 18.000. Und es sind 16.700 und dadurch Nein! ist der Punkt an U-Travel und ihr habt das Spiel gewonnen. Juhu! Oh, mein Gott, das war auch gemein, muss ich sagen. Also das ist ja quasi so das Ticket Boot. Da fliegen wir doch immer hin und her hier. Ich finde halt auch, dass das Allerbeste an so einem Business Class, also man denkt ja erstmal, du fliegst und zahlst vielleicht statt 500 Euro 3.000 Euro für den Flug. Ja. Wem ist es das denn wert, die eigenen, dass man nicht 10 Stunden lang ein bisschen eingequetscht sitzen kann? Aber was macht es, dass es das so wert ist? Das flache Bett ist eigentlich das Hauptding, oder? Richtig, und dass du ordentlich dich ausruhen kannst oder schlafen kannst, je nachdem, ob es ein Nachtflug ist oder nicht.
wenn es halt kein Nachtflug ist, dann will ich natürlich entsprechend nicht schlafen, aber halt einen guten Service haben. Ja, genau. Ne? Guten Champagner trinken oder so, oder gutes Essen. Das gibt es tatsächlich auch. Also viele denken ja im Flugzeug, das Essen kann man nicht essen, ne? Ja, aber in Business Class First geht das schon meistens zumindest. Da kriegen wir schon meistens hin. Außer Wunsch, was war das schlimmste Essen, was du gehabt hast? Das Schlimmste. Ach ja, das war einmal bei Aeromexico das Trockene und bei das Royal Trockene, was war ja, das war Müsli und ja. Ohne Milch. Wie? Da war echt? Eine Panna Cotta ist, drin ja. Und da drumherum war Müsli. Das ja. Solltest du dann so essen. Unmöglich. Wie so ein Pudding in der Mitte, also dass du der aufgestellt ist und drumherum ein bisschen Müsli. Ja. Oder auch auf Langstrecke die kalten Speisen bei Royal Jordanien. Ja. Das war aber auch nur einmal so. Langstrecke, im Lounge gab es nichts Ordentliches und dann haben wir nichts gegessen und auf einmal Wurstbrot. Ja? Kommen die mit Wurstbrot da um die Ecke? Ich dachte, Aber meistens beschwert man sich da auch schon mal so, weißt du, wie in einem Restaurant, dass du das Essen so zurückgehen lässt? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Nee, das ist dann einfach nicht. Einmal bei der Lufthansa und da hat er auch dann, ab Hongkong hat die Perserette das auch gegessen, hat gesagt, ich habe recht, also es war nicht ganz unbegründet. Sie hat es mal probiert, genau. Sie hat es mal probiert, aber es war nichts. Aber hast keine Entschädigung in irgendeiner Form dafür bekommen. Nein. Ihr habt aber auch schon krasse Sachen gemacht, ne? Ihr habt Silvester jetzt irgendwie im Flugzeug verbracht. Wir haben einen kleinen Einspieler dafür, das will ich nochmal noch mal kurz zeigen. Right, this is something special you decide to, you know, celebrate the new year on board. Yeah, yeah it is. For 2020. I think it's the best champagne for celebrate the new year. New year, yes, definitely. Ach ja, das ist quasi unser Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. War euer Silvester dieses Jahr, also jetzt in dieses Jahr rein? Genau, das war dieses Jahr. Wie kommt man darauf, sich zu sagen, okay, Silvester wollen wir, also ich finde, das passt gut zu euch, ja? Das habe ich extra dafür. Das war der Grund. Ja, das war mal die Idee? Ich habe das gebucht. Ich wusste ja, es gab einen sehr guten Deal. Da sind wir auch wieder von einer anderen Stadt abgeflogen. Ich glaube, das war Warschau. Wir mussten extra nach Warschau dafür fliegen, um dann von Warschau dann nach Zürich zu fliegen. Mit Etihad dann diesen First-Class-Deal nach Seoul über Abu Dhabi und wieder zurückzufliegen. Und das habe ich so gebucht, dass wir halt quasi an dem 31.12. entsprechend starten. Und dann in der Nacht, also wann ist denn überhaupt dann Silvester? Du musst ja exakt die Timezone dann abchecken, wenn du da durch mehrere durchfliegst, dass du auch dann zum richtigen Zeitpunkt Silvester... Nee, das habe ich auch gedacht, aber es wird dann der Startzeitpunkt dann gezählt. Wir haben dann zweieinhalb Stunden nach dem Start Silvester gefeiert. Ich bin noch nie First Class geflogen. Wenn ich mal First Class fliege, welche Airline soll ich versuchen? Und wie? Singapur. Ich habe nur Meilen bei... Ich brauche Tipps von euch. Ihr seid jetzt mein kleines Reisebüro, mein kleines Luxusreisebüro seid ihr jetzt. Ich habe ganz viele Meilen erst bei Air Berlin gehabt. Oh. Und dann sind die Pleite gegangen. Alles weg. Ich hatte so Platinum-Status und dann ich glaube 300, 400.000 Meilen oder sowas gesammelt. Und dann sind die Pleite gegangen. Alles weg. Das war schon traurig. Und jetzt zeige ich bei Lufthansa bei Miles More bestimmt 300, 400.000 Meilen. Wie bekomme ich jetzt meinen ordentlichen First-Class-Flug? Es gibt nie gute Verfügbarkeiten, wo ich hin will. Ja, das Problem ist, dass du ja tatsächlich mit den Miles More Meilen ja. Du kannst ja nicht, was Dominik gerade vorgeschlagen hat, die Singapore Airlines First Class. Die ist ja wirklich toll. Besonders die, wenn du von Zürich fliegst, hast du diese ganz neue. Da hast du vielleicht in unseren Videos gesehen, da hast du ja noch mehr Platz wie da. Aber die kannst du nicht mit den meisten normalen buchen. Das ist verbietet halt Singapore Airlines, obwohl die gleiche Allianz sind. Weil die das für ihre eigenen Kunden dann aufbewahren. Also gibt's immer noch so Tricke und so. Aber was ist denn das Beste, was ich machen kann? Swiss First Class oder Lufthansa First Class? Und wie maximiere ich das Erlebnis dann noch, dass ich dann irgendwo woanders starte, dass ich dann noch ein extra Ding habe oder irgendwas? Lufthansa First Class kann man wirklich machen. Ist doch toll in dem First Class Terminal. Also das ist die beste Lufthansa First Class Lounge. Ist die wirklich in Frankfurt ins First Class Terminal? Dem eigenes Terminal, nur für die First Class. Das ist ein kleines Gebäude, aber mit ganz vielen Räumen und wirklich super Essen und super Service und bist privat. Das ist toll, das musst du gemacht haben. Und wie kommst du dann zum Flugzeug? Was mit dann? Porsche. Wenn du willst. Mhm. Kannst du das Auto aussuchen. Du bist direkt hingefahren. Gehst dann hin und sagst, den will ich haben und dann steigst du ein und fahren sie dich übers Rollfeld dann mit dem Porsche rüber. Genau. Jetzt kommen wir aber zur letzten Chance, mich hier irgendwie heute noch was zu reißen. Denn es steht 3:0 für euch. Ich kann nur rausgleichen mit dem letzten Spiel und das ist unser Action Game. Tim, was habt ihr vorbereitet? Wir spielen Papierflieger. Wer am besten baut und wirft, gewinnt. Wir spielen Best of Three. Wer zuerst zwei Runden gewonnen hat, gewinnt das Spiel. Bastel du. Viel Spaß. Und die erste Runde geht darum, wer fliegt weiter? Mach eine Concorde. Mach den Düsenflieger. Den will ich machen. Scheiße, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ganz ehrlich. Ja. Es wird der Standard. Müsst ihr achten, welcher Flieger fliegt denn am weitesten? Das müsst ihr hinkriegen. Genauso hätte ich es. Nein, es geht anders. Ah, ich habe schon verkackt. Das hast du gut gemacht. Der kommt viel weiter. So. Das ist, sehr gut. Das weiß ich noch nicht, wie weit kommen. Wir können mal beide genauer anschauen. Ja, Felix sieht
noch ein bisschen gekünstelt aus, aber... Ja, das ist gerade noch eine Katastrophe. Gespannt. Ah, der fliegt wahrscheinlich viel weiter, als hier der Innenhof ist. Also, das denke ich mal. Hoffe ich mal. Das will ich ja wohl hoffen. Meiner wird einfach nicht spitz vorne. Ich versuche nichts zu machen, nur diese Spitze hinzubekommen. Das wird das größte Problem sein. Meiner ist so eine aerodynamische Katastrophe. Bastelt okay. Ja noch. Schon verloren. Felix, bist du bereit? Felix, ja, auf Anfang. Bereit. Und Felix wirft. Oh komm! Das war's! Oh Gott, ich komm nicht so weit. Jetzt musst du einfach nur die Länge übertreffen und du hast den ersten Punkt gewonnen. Und er fliegt, er fliegt und... Abgestürzt. Um einiges weiter, es geht die erste Runde an euch. Sehr gut. Jetzt geht es, wer fliegt länger? Also nicht weiter, sondern wer bleibt länger in der Luft? Oh, da war meiner gut gerade. Ja, da war deiner gut. Da war meiner richtig gut. Ich hab das nur vertauscht. Ja. Oh nein, der war richtig gut, meiner gerade. Das Ding ist, das jetzt wieder hin? Wer fliegt länger aus der Abwurf aus eurer Hand und wo es zum ersten Mal irgendwas berührt? Also wenn er jetzt in den Baum reinfällt und er geht irgendwann runter, zählt es natürlich nicht, sondern sobald er irgendetwas berührt. Alles klar. Okay. Okay. Felix ist Profi bei mir fliegen. Flieger bei uns. Ich versuche dasselbe wie gerade zu machen. Ich weiß noch nicht wie. Das ist mein erster. Ja, aber das ist, glaube ich, die beste Variante. Mhm. Nee, das ist für weit gut. Ja, weit ist auch lang, oder nicht? Und lang in der Luft, meine ich damit. Wenn ich den jetzt schräg irgendwie mache, dann könnte er ja einen Auftrieb bekommen. Oder habe ich jetzt eine Bremse drin? Ich glaube nämlich auch. Obwohl, er könnte jetzt natürlich hochfliegen und dadurch Loopings machen. Ja, okay. 3, 2, 1, los. Der fliegt, nein! Der fliegt, ja, er hat schon berührt! Ha! Du hast gesagt, er hat den Baum berührt! Hat den Baum berührt. Und dadurch, dass er den Baum berührt hat, ist es schon unter einer Sekunde. Du hättest jetzt 3 Sekunden gehabt. Jedoch, ich habe gesagt, sobald er irgendetwas berührt. Ach so. Da habe ich noch diese Richtung sogar geworfen. Ich habe den Baum noch als Beispiel genommen, nicht Richtung Baum fliegen. Darf ich nochmal? Das könnte jetzt ein Punkt für Felix werden. Ja, offensichtlich. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich will es erschaffen. Komm schon. Ich gebe den Tipp. Weit weg vom Baum, versuch, in die Richtung zu werfen. Das habe ich auch versucht. Einfach so magnetisch ist er zum Baum gegangen. Und du kannst loslegen in 3, 2, 1, los. Und er fliegt. Oh, Gott, oh nein! Das war noch weniger als eine Sekunde. Aber es war wirklich sehr, sehr knapp. Und. Aber Felix hatte Glück und Felix hat die zweite Runde gewonnen. Ja. Runde 3 wird schwierig. Wer macht mehr Kunststücke? Das heißt, wer macht. Oh, also ein Looping ist ein Kunststück. Verdammt. Wenn er eine große, schöne Kurve macht, zählt das auch als ein Kunststück. Wenn er eine Kurve, Linkskurve, Rechtskurve macht, dann ist es auch ein Kunststück. Ich habe ja keine Fernsteuerung. Dann nehmen wir meinen anderen, den ich schon gebastelt habe. Also wer schafft mehr Kunststücke? Nein. Also Loopings. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Aber du musst das umklappen. Mach das schneller aus, schon. Felix. Ja. Du musst das umklappen. So, aber dann kann ich gleich so demotivieren. Und zwar so. Und dann muss man das irgendwie umklappen. Felix ändert aber diesmal seine Taktik. Er baut nicht mehr den gleichen. Das ist genau der gleiche. Dann so, jetzt musst du hier Flügel machen. Schön große Flügel. Schön, das ist ganz, ganz, ganz wenig. Nein, ach so, so, okay, ja. Das Maximum rausholen, noch, da geht noch ein bisschen was. Noch mehr? Noch? Ja. Okay. Aufpassen. Das ist jetzt eine 747. Das hat eine Hüpfe. Ja. Mal schauen. Das reicht nicht. Du musst hier noch die Gleiter hoch auf der Seite. Ist generell Dominik so der Technik, der sich beim Flugzeug die Technik anschaut? Schauen wir den Champagner an, aber die Technik. Ah. Technik ja zu Hause, also die Computertechnik, ja. Ich glaube, das sieht gut aus, aber das da vorne, das ist. Ja, das müssen wir eigentlich zusammen kleben. Wir brauchen Kleber. Anfangen. Oha, was habt ihr denn da gebaut? Was? Ja. Was zur Hölle? Wenn er eine Kurve fliegen soll, dann plane ich doch ein. Auf der einen Seite mache ich ein bisschen so und dann fliegt er doch nach links. Da sind die Flugzeugtechniker. Ich habe keine Ahnung. Felix ist bereit und ihr habt mein Konzept alle mit gehört. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ja. Und mach die Grundstücke! 1, 2, 3. Alter, das war auch richtig. Das war ein Looping. Alles Mögliche dabei. Da war alles dabei. Am Ende nochmal ein Richtungswechsel. Also, würde ich nicht schlecht. Also, das war ja wohl. Das war mindestens 3, wenn nicht 4 Punkte. Mindestens 3, ja. Würde ich auch sagen. Okay, das war ein Looping, ja. Mindestens 3 Punkte. Oh, jetzt wird es eng. Der Flieger ist in so einem wunderschönen Bogen einfach einmal nach links gelandet. Er hat ganz viel Kraft da. Es geht jetzt um viel Kraft? Ja. Um die ganze Show. Die Entscheidung. Entweder ein Stechen oder Mitschöne gewinnt. Oh ja. 1. Und ab. 3. Und hast du das gesehen? Das war ein Richtungswechsel. Also da würde ich eher sagen, es waren 4 Kunststücke. Your 12 TV hat gewonnen! Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich sagen.
Das war eine richtig, richtige beschämende Folge für mich. Aber ihr habt trotzdem verdient gewonnen. Es war sehr, sehr spannend mit euch. War cool, das alles mal zu erfahren. Ich will noch mal ein bisschen genauer auf manche Fragen eingehen. Aber ich habe auch noch nicht abschließend gefragt, wie ihr überhaupt euer Geld genau verdient. Na, da schreibe ich nochmal einen Podcast. Wir finden das nochmal ein bisschen genauer heraus. Und viele weitere Themen, die ich noch nicht durchgegangen bin. Aber jetzt muss ich das hier essen, bevor es morgen einen Podcast gibt. Wir haben heute eine extra große Pepperoni genommen. Und warte, ich darf doch, glaube ich, soweit ich weiß, einfach mal ein Tunchen, oder nicht? Ja, das ist richtig. Da hat er einen sehr gut aufgepasst. Ich war ein aufmerksamer Zuschauer. Ja, ich habe extra vorher studiert. Also. So viel musst du auch nicht. Also jetzt mehr geht gar nicht, sonst tropft es hier runter. Okay, danke schön. 3, 2, 1. Das ist bestimmt wie eine Paprika. Ja. Das ist keine Paprika. Das ist keine Paprika. Oh nein. Warum bin ich schon wieder? Du bist gleich noch mehr rot im Gesicht. Ja. Ich dachte, ich habe einen Sonnenbrand. Und das Tod ist hier. Ich dachte, hoffentlich sieht es niemand. Kommen die rein? Du hast aber einen Sonnenbrand. Warum, Leute? Kriegt einfach hier unten. Da ist nämlich die letzte Folge. Ein Tag als Landschaftsgärtner in der brütenden Hitze. Und ihr kickt hier oben auf die letzte Show. Felix vs. Janne Exoten von Ringpolis. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall bei den Jungs von Your Travel TV vorbei, um den ganzen Business und First Class dieser Welt zu sehen und wie man die eben auch selbst fliegen kann. Links sind unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs dabei sein. Danke. Macht's gut und bis nächste Woche Sonntag. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.